Die Knäfels waren eine Bilderbuchfamilie. Ein glückliches Ehepaar, drei Töchter, ein schönes Haus und ein Vorgarten mit weißem Lattenzaun. Der klassische amerikanische Vorstadttraum. Eine der Töchter war sogar ein Pflegekind. Denn insbesondere Lisa Knäfel versuchte Menschen zu helfen, wo auch immer sie nur konnte. Viele waren neidisch auf das perfekte Leben der Familie und hätten ihres nur allzu gerne gegen das Glück der Knäfels eingetauscht. Zumindest bis zum 16. November 2012, dem Tag, an dem das perfekte Bild anfing zu bröckeln und niemand mehr daran dachte, auch nur einen einzigen Tag mit der Familie tauschen zu wollen. Sabrina Zunich wurde 1994 geboren und lebte bei ihren Eltern Mark Zunich und Susan Edwards außerhalb von Cleveland. Aber Mark und Susan hatten einige Probleme. Und so sehr sie es auch versucht haben, Sabrina ein gutes Zuhause zu bieten, es hat nicht funktioniert. Als Sabrina 3 Jahre alt war, wurden ihre Eltern von ihren Lastern eingeholt. Sie waren drogenabhängig und um ihre Sucht zu finanzieren, mussten sie regelmäßig Geld klauen. Zunächst versuchten sie ihr Leben normal weiterzuleben. Aber mit jedem neuen Rausch sank die Sorge um ihre kleine Tochter und das Verlangen nach einer weiteren Dosis wurde größer. Zumindest waren Mark und Susan sich der Situation bewusst, sodass sie Sabrina zu ihrer Großmutter gaben. Sie wussten, dass dort, anders als bei ihnen, gut für sie gesorgt werden wird. Sabrinas Großmutter war eine sehr strenge, aber zugleich liebevolle Frau, die sich gut um ihre Enkelin kümmerte. Doch mit den Jahren hatte sie immer weniger Geduld mit dem rebellischen Mädchen. Sie selbst war auch nicht mehr die Jüngste und sie hatte es nicht geschafft, Sabrina von dem Pfad ihrer Eltern abzubringen. Angefangen hatte es zunächst mit einigen kleineren Streitereien in der Schule, die sich nach und nach aber zu richtigen Prügeleien entwickelten. Damit konnte ihre Großmutter noch umgehen, doch als Sabrina in die Pubertät kam, nahmen ihre Fehltritte ein ganz anderes Ausmaß an. Bereits mit 13 Jahren nahm sie Drogen und trank Alkohol. Alle Versuche ihrer Oma, sie daran zu hindern, führten nur zu Gewaltausbrüchen. Sabrina klaute immer wieder Geld von ihrer Großmutter. Und wenn ihr das mal nicht gelang, bedrohte sie fremde Menschen auf der Straße und raubte sie aus. Dabei wurde sie sogar das ein oder andere Mal geschnappt und kam dann für einige Zeit in einer Jugendstrafanstalt unter. Doch kaum war sie wieder auf freiem Fuß, begannen ihre Eskapaden von neuem. Als Sabrina 14 Jahre alt war, wusste sich ihre Großmutter nicht mehr zu helfen und gab die Teenagerin in ein Pflegeheim in Lake County, in Ohio. Dort wurde sie auch psychologisch betreut und man fand heraus, dass Sabrina unter einer bipolaren Störung, ADHS und Depressionen litt. Knapp 2 Jahre hatte Sabrina in dem Pflegeheim verbracht, bis sich im Juli 2011 die Familie Knäfel meldete und die mittlerweile 16-Jährige mit zu sich nach Hause nehmen wollte. Lisa und Kevin Knäfel waren bereits seit einigen Jahren verheiratet. Beide hatten Kinder aus ersten Ehen mit in die Beziehung gebracht. Lisas ältere Tochter Megan lebte bei den beiden. Zusammen bekamen sie nach einiger Zeit eine gemeinsame Tochter mit dem Namen Haley. Als Sabrina zu der Familie kam, war Haley fast 2 Jahre alt. Kevin war LKW-Fahrer und Lisa arbeitete als Sozialarbeiterin und war spezialisiert auf Opfer sexueller Gewalt. Durch ihren Job, ihr Einfühlungsvermögen und ihre liebevolle Art wollte sie unbedingt selbst einem Kind aus einem Pflegeheim ein besseres Leben ermöglichen. Und Sabrina sollte dieses Glück zuteil werden. Es wirkte sogar so, als verstände Sabrina, dass es eine einmalige Chance ist. Denn sie legte ihre rebellische Art bei Lisa und Kevin ab. Sie nahm keine Drogen mehr und träumte von einer Zukunft als Kosmetikerin. Sie selbst sagte später: "Ich wollte einen Neuanfang und die Vergangenheit hinter mir lassen. Ich wollte den weißen Zaun, das Abendessen auf dem Tisch mit meinen Geschwistern, etwas, das ich nie hatte. Ich wollte diese Struktur mit der Familie." Die ersten Wochen lief auch alles perfekt. Genau wie sie es sich vorgestellt haben. Sabrina verstand sich gut mit ihren neuen Geschwistern,
Aber auch zu Kevin und Lisa begann sie eine enge Beziehung aufzubauen. Lisa zeigte ihr Grenzen auf, wenn sie einmal zu weit ging, verbrachte mit ihr aber auch schöne Tage und machte Ausflüge. Sowas kannte Sabrina nicht. Meine Beziehung zu Lisa war anfangs gut. Wir haben viel Zeit miteinander verbracht. Wir gingen im Hinterhof schwimmen. Ich fühlte mich wie ein Teil der Familie. Aber genau dieses Gefühl, ein Teil der Familie zu sein, wurde nach und nach das, was Sabrina am meisten fehlte. In den nächsten Monaten bekam sie immer mehr den Eindruck, dass Lisa zu ihren beiden anderen Töchtern liebevoller war und sie besser behandelte. Ein Gefühl, das wahrscheinlich viele adoptierte Kinder haben. Das führte zu viel Streit zwischen Sabrina und Lisa. Immer wieder warfen sie sich in hitzigen Diskussionen unfaire Beleidigungen an den Kopf. Und Sabrina distanzierte sich immer mehr von ihrer Pflegemutter. Kevin, der durch seinen Job als LKW-Fahrer nur selten zu Hause war, bekam davon nicht allzu viel mit. Und wenn er doch einmal bei einem Streit dabei war, schlug er sich oft auf Sabrinas Seite. Was wiederum zu starken Konflikten in Lisas und Kevins Ehe führte. Dadurch stärkte sich aber natürlich auch die Beziehung zwischen Kevin und Sabrina. Bei ihm fühlte Sabrina sich verstanden und ernst genommen. Er war mein Freund und mein Vater. Kevin war da, um mich aufzufangen, weil er mich nie verurteilte und mir immer das Gefühl gab, gewollt zu sein. Kevin schien diese Anerkennung zu genießen, weswegen er seine Ehe immer weiter vernachlässigte. Wenn Lisa ihm von den Streitigkeiten mit Sabrina erzählte, unterstützte er sie nicht. Stattdessen sagte er seiner Frau, dass sie nicht so streng mit Sabrina sein solle und dass er verstehen könne, warum Sabrina sich immer weiter von Lisa distanziere. Was Lisa aber mit am meisten störte, war Sabrinas Umgang mit ihrer jüngsten Tochter Hayley. Sabrina hat es in den letzten Monaten geschafft, nach und nach eine Mutterrolle bei ihr einzunehmen und Lisa zu verdrängen. Weil Kevin auch da nicht einschritt, eskalierte ein Streit zwischen den beiden so sehr, dass Lisa ihm geschrieben hat, er solle endlich den Kontakt zu Sabrina reduzieren und mehr Zeit mit seiner richtigen Familie verbringen. Eine Woche nach dieser Textnachricht, am 16. November 2012, ging um 1.15 Uhr in der Nacht folgender Notruf bei der Polizei ein. Am Telefon ist Megan zu hören, die damals 13-jährige Tochter von Lisa. Sie weint völlig hysterisch. Nur wenige Minuten zuvor ist sie durch die Schreie ihrer Mutter aufgewacht und zu ihr gerannt. Nur um im Schlafzimmer Sabrina vorzufinden, die über sie gebeugt, immer wieder mit einem Messer auf sie einstach. Sie hatte bereits versucht, sie aufzuhalten, es aber nicht geschafft. Bei dem Notruf fleht sie immer wieder Sabrina an, doch bitte endlich aufzuhören. Die Polizei beeilte sich, so schnell wie möglich zum Tatort zu gelangen. Doch als Megan ihnen die Tür öffnete, war es bereits zu spät. Lisa war tot. Der Polizeibeamte Randy Mullenix, der als erstes den Raum betreten hat, sagte folgendes. Ich konnte kaum die Farbe ihres Körpers erkennen. So viel Blut war an ihr. Sabrina hatte ihre Pflegemutter mit 178 Messerstichen getötet. Zu dem Zeitpunkt der Tat war Lisa 41 und Sabrina 18 Jahre alt. Mit das Grausamste an der Tat ist, dass die mittlerweile dreijährige Hayley bei ihrer Mutter geschlafen hatte und sich, als Sabrina ihre Mutter angegriffen hat, im Kleiderschrank versteckte. Sie war bei der gesamten Tat mit im Raum, hörte ihre Mutter schreien und ihre Schwester weinen, während ihre Pflegeschwester, die in den letzten Monaten für sie zu sowas wie ihrer zweiten Mutter geworden ist, ihre leibliche Mutter mit 178 Messerstichen tötete.
Sabrina selbst machte keine Anstalten, sich zu wehren, als die Polizei sie festnehmen wollte. Sie weinte stumm und übergab den Polizisten das Messer. Einer von ihnen beschrieb Sabrinas Anblick als: Es sah aus, als ob sie buchstäblich im Blut duschte. Kein Teil ihres Körpers war nicht mit dem Blut ihrer Pflegemutter bedeckt. Die Beamten alarmierten natürlich auch sofort Kevin. Dieser war auf der Arbeit und war gerade mit seinem LKW in der Nähe von Michigan. Er drehte sofort um, aber kam wegen der weiten Strecke erst gegen 5 Uhr morgens zu Hause an. Megan und Haley warteten auf der Polizeiwache auf ihn. Als er eintraf, wirkte er auf die Polizisten sehr ruhig und gefasst. Sie dachten sich aber nichts weiter dabei, da er sich vielleicht seinen Kindern gegenüber stark geben wollte. Doch auch Lisas Freunde, die die Familie in den nächsten Tagen tatkräftig unterstützten, fanden Kevins Verhalten sonderbar. Ich kann nicht sagen, wie eine Person auftreten sollte, wenn die Frau brutal ermordet wurde, aber er schien davon einfach nicht beeindruckt zu sein. Dennoch hatte Kevin offensichtlich nichts mit der Tat zu tun. Er war bereits Stunden vorher zur Arbeit aufgebrochen und hatte dementsprechend ein Alibi. Während er verdächtigt wurde, begann Sabrinas Prozess. Sie selbst sagte aus, dass sie sich an nichts von der Tat erinnern könne. Da dennoch kein Zweifel daran bestand, dass sie die einzige Täterin war, wurde sie kurz darauf zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. An dieser Stelle könnte das heutige Video bereits zu Ende sein. Aber so einfach, wie es auf den ersten Blick scheint, ist es nicht. Neun Monate nach dem grausamen Mord entschließt sich Sabrina, ihre Version zu ändern. Sie möchte die Wahrheit darüber erzählen, wie es zu der Tat kam. Als sie anfängt zu sprechen, ist die Stimmung im Raum zum Zerreißen gespannt. Und tatsächlich sind ihre Enthüllungen schockierend. Sabrina berichtet, dass sie durch die Streitigkeiten mit Lisa eine engere Bindung mit Kevin aufgebaut hat. Diese Beziehung wurde immer enger und gipfelte in einer sexuellen Affäre. Sabrina hatte diese Art von Nähe und Zuneigung noch nie für einen Menschen empfunden. Sie fühlte sich ernst genommen und wertgeschätzt. Und so zweifelte sie auch nicht an Kevin, als dieser anfing, zunehmend schlecht über Lisa zu reden. Die Beziehung zu ihrer Pflegemutter war mittlerweile eh stark belastet. Kevin sprach immer wieder davon, dass er Lisa hasse und diese einfach gehen müsse. Er manipulierte Sabrina, indem er ihr sagte, dass er, wenn Lisa weg wäre, ein neues Haus kaufen würde. Dort könnten sie eine glückliche Familie sein und Sabrina könnte endlich Haleys richtige und einzige Mutter sein. Zunächst waren das nur Träumereien und verlockende Gedankenspiele. Aber 2 Wochen vor dem Mord erfuhr Lisa von der Affäre zwischen Sabrina und Kevin. Sie war außer sich und wollte Sabrina rausschmeißen. Diese schilderte die Situation später folgendermaßen. Sie sagte: Es tut mir leid, aber ich will dich nicht mehr hier haben. Mein Leben zerschellte vor mir. Der Verrat, das Verlassenwerden, all das kam an die Oberfläche. Aber irgendwie schaffte es die Familie, sich zusammenzuraufen. Doch am 15. November 2012 bot Kevin Sabrina an, sie zur Schule zu fahren, nur um kurz darauf im Auto weinend zusammenzubrechen. Er erzählte ihr, dass er einen heftigen Streit mit Lisa gehabt habe und das alles nicht mehr länger aushalte. Wenn Lisa weiterleben würde, müsse er sich umbringen. Sabrina, die Kevin auf keinen Fall verlieren wollte, versuchte ihn zu beruhigen und versprach ihm, Lisa für ihn zu töten, damit er endlich frei sein kann. Kevin zeigte sich erleichtert und erklärte ihr, wie sie es anstellen solle. Der eigentliche Plan war, dass Sabrina einige Wertgegenstände verschwinden und es wie einen Einbruch aussehen lassen sollte. Wenn man sie auf die Tat ansprechen würde, sollte sie so tun, als hätte sie nichts mitbekommen. Und sollte man sie doch erwischen, so solle sie auf Unzurechnungsfähigkeit plädieren. Kevin habe sogar für Sabrina das Küchenmesser ausgewählt, mit der Begründung: Wir sollten dieses Messer benutzen, weil es im Inneren mehr Schaden anrichtet. Anschließend zeigte er ihr, wie man richtig zusticht. Sie wählten extra eine Nacht aus, in der Kevin beruflich unterwegs war, damit er ein Alibi hatte.
Mittlerweile bedauere Sabrina ihre Tat, sagte aber auch, wenn du verliebt bist, würdest du alles für diese Person tun. Angeblich habe sie 15 Minuten mit dem Messer vor Lisa gestanden, bevor sie sich überwinden konnte, sie zu töten. Ich habe Lisa gehasst, aber nur, weil sie eine Menge vergangener Probleme auslöste. Es ist nicht alles meine Schuld. Jetzt übernehme ich die Verantwortung, weil ich getan habe, was ich getan habe. Und ich weiß, dass es falsch war. Aber wenn er nicht gewesen wäre, wäre das alles nicht passiert. Die Polizei war erleichtert, endlich die Beweise zu haben, die sie benötigten, um Kevin zu überführen. Dieser war nämlich nicht nur durch seine unbeeindruckte Art aufgefallen. Er hatte auch $750.000 durch die Lebensversicherung seiner Frau erhalten und gab einen Teil davon direkt an ihrem Todestag für ein neues Auto aus. Kurz darauf kaufte er sich ein Wohnmobil und legte einen Pool an. Im August 2013 wird Kevin Knäfel verhaftet. Am 11. Juni 2014 wird er auch zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Er beteuerte bis zum Ende seine Unschuld und stritt die Affäre mit Sabrina ab. Und das, obwohl es zahlreiche SMS zwischen den beiden gibt, die eindeutig etwas anderes beweisen. Sabrinas Strafe bleibt bestehen. Dadurch, dass sie gegen Kevin aussagte, erhielt sie allerdings die Möglichkeit, nach 30 Jahren Haft auf Bewährung freizukommen. Kevin nach 40 Jahren. Das wäre bei Sabrina im Jahr 2042, im Alter von 47 Jahren. Und bei Kevin im Jahr 2055, im Alter von 86 Jahren. Megan und Haley wurden $6,2 Millionen Schmerzensgeld zugesprochen. Doch die seelischen Schmerzen, die sie erleiden mussten und müssen, wird das Geld niemals stillen können. Sabrina sagt abschließend: Ich möchte mich bei allen entschuldigen, die ich verletzt habe. Lisa hat nicht verdient, was mit ihr geschehen ist. Ich bitte um Vergebung. Nicht für mich, sondern für diejenigen, die den Heilungsprozess beginnen müssen. Ich kann nicht erklären, wie viel Reue ich empfinde und mit wie viel Traurigkeit ich zu kämpfen habe. Bei Kevins Prozess war auch Lisas erster Ehemann und Vater von Megan vor Ort. Er sagte Folgendes zu Kevin: Du, Kevin, was für ein Stück Scheiße du bist. Jemand, der dachte, er könne ein Mann in einer Männerwelt sein. Es gibt zwei Mädchen, die wegen ihm jeden Tag Schmerzen erleiden müssen. Ich hoffe, du verrottest für den Rest deines Lebens im Knast. Und damit sind wir am Ende des heutigen Videos. Bei der Vorstellung, dass die kleine Haley im gleichen Raum war, als ihre Mutter brutal ermordet wurde, dreht sich mir der Magen um. Auch wenn Sabrina im Auftrag von Kevin gehandelt hat, zwang sie keiner dazu, Lisa mit 178 Messerstichen hinzurichten. Ein völlig absurdes Maß an Brutalität. Deswegen halte ich ihr Strafmaß auch für gerechtfertigt. Auch wenn sie teilweise natürlich Opfer ist. Sie hatte kein einfaches Leben, aber das rechtfertigt und entschuldigt auf keinen Fall ihre Tat. Oder wie seht ihr das? Schreibt mir eure Meinung dazu gerne in die Kommentare oder diskutiert über den Fall auf unserem Discord. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst auch gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo. Das sind nur ein paar Klicks für euch, aber eine unwahrscheinlich große Unterstützung für mich. Vielen Dank schon einmal im Voraus und auch vielen Dank fürs Zugucken. Gute Nacht und bis dann.